Na, positiv, aber einfach, ich habe, ich kann, das ist auch ein bisschen, nur ein bisschen lästig in der Situation, einfach die Dinge zu wiederholen. Das ist so, dass vor, was haben wir heute, Dienstag, also vor ziemlich genau einer Woche, wurde Giro Immobile gefeiert und die Kollegen vom Boulevard haben geschrieben, dass Lewandowski, ach, so, im übertragenen Sinne nichts kann, ja, und zum Glück ist er weg. Und ja, ich habe das schon rausgelesen. Und dass wir da jetzt alles, also alle Probleme geregelt sind. Ich habe gesagt, die Jungs brauchen Zeit, die müssen sie auch kriegen. Und hat Giro jetzt in Mainz den Elfmeter verschossen. Und zwischen und ist alles möglich. Die Jungs brauchen, man braucht als Offensivspieler einer neuen Mannschaft einfach Zeit. Das ist auch da, kann man nicht den Druck erhöhen und sagen, pass mal auf, jetzt, aber jetzt muss auch mal alles da sein, idealerweise. Da ist ganz viel Potenzial da, das gilt für Giro natürlich, das gilt auch für Adrian. G konnte es bisher kaum zeigen, weil er eben die meiste Zeit, ehrlich gesagt, verletzt war. Aber auch da ist ganz viel Potenzial. Dann Oba ist einfach der, der alles, was wir machen, am meisten verinnerlicht hat. Dem das am leichtesten fällt, der die größte Entwicklung natürlich, auch weil er die meiste Zeit hatte, genommen hat, was so unsere Spielweise angeht. Hat jetzt in Mainz wieder eine etwas andere Position gespielt. Das war offensiv in vielen Momenten gut. Und defensiv ist es eben nicht, kann er das nicht genau so umsetzen, wie er das eine Position vorne dran umsetzt, wo das ganz großartig funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, dass Ober auch jetzt bei uns die Außenspieler ein bisschen verlustig gehen, auch das spielen muss. Das geht auch und das ist unproblematisch. Und deswegen, die Entwicklung von allen ist so, wie ich sie kenne von anderen Offensivspielern, die wir in den letzten Jahren verpflichtet haben, sind extrem bemüht darum, das umzusetzen, was wir von ihnen erwarten. Und in dem Zusammenhang, das ist dann auch, das habe ich auch schon zigfach gesagt, das heißt, die Information ist bereits im Kopf verankert und sie möchten es auch umsetzen, aber bis das Ganze aus dem Bauch raus funktioniert, dauert ein bisschen. Und das ist immer so eine lästige Phase für den Spieler selber, weil er einfach natürlich nicht einfach frisch, fromm, fröhlich, frei Fußball spielen kann, sondern immer auch noch ein bisschen versucht, also allen recht zu machen. Und das ist die normale Phase und dementsprechend ist die gute Nachricht in der Sache, dass die im Moment alle fit sind. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die da aufs Feld kriegen.